Rechner bestellt. Das soll das stabilste Telefon sein, was zurzeit auf dem Markt gibt. Das Handy heißt Blackview 9500. Wir packen das aus. Auf den ersten Blick sieht das echt gut aus. Wow, ziemlich hochwertig. Und das ist das Handy. Wenn ihr wüsstet, wie schwer das ist. Richtig cooles Design. Akkuleistung liegt bei 10.000 mAh. Das heißt, dass das gleich eine Powerbank ist. Das Beste an dem Gerät ist die Schutzschale, die Schutz vor allem Möglichen bietet. Vom Wasser, Sturz, Temperaturunterschied. Einfach unzerstörbar das Ding. Das ganze Zusatz wird natürlich auch mitgeliefert. Kleiner Verteilerkabel verwandelt euer Telefon zu einer Powerbank. Damit könnt ihr das Handy eures Freundes aufladen. Also, ich mache hier keine Handyvorstellung, sondern Experimente. Ich packe euch in Videobeschreibung Link zu der Seite, wo ich den her habe. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch selbst alles anschauen. Das Handy ist mit einer Gummischale umhüllt. Um SIM oder Speicherkarte zu wechseln, muss man ihn aufschrauben. Also dürfte kein Wasser eindringen. Das werden wir natürlich überprüfen. Als erstes werde ich ihn für eine Stunde einfrieren. Merkt euch das Akkustand von 77%. Eine Stunde später, ich hoffe, der geht an. Voila, ist nichts passiert. Jetzt gießen wir sofort kochendes Wasser drüber. Wir werden es sehen, wie das Handy auf Temperaturunterschied reagiert und gleichzeitig auf Wasser. Was kochen wir denn heute Leckeres? Handysuppe? Oh, der ist ziemlich heiß. Was glaubt ihr, Leute, geht er an? Wir machen ihn jetzt an. Wow, das Ding funktioniert immer noch. Timon, das ist heftig. Ich habe gerade das Handy gekocht und das funktioniert immer noch. Jetzt werden wir das Experiment auf eine schwierige Stufe führen. Das Handy über Nacht im Wasser einfrieren und aus dem 5. Stock runterwerfen. Erinnert euch an den Akkustand von 77%. Wir werden das nach dem Sturz, wenn das Handy überhaupt angeht, kontrollieren. So Leute, 24 Stunden sind vergangen. Wir befinden uns oben. Wie so oft könnt ihr mitmachen und abstimmen. Stellt das Video auf Pause und klickt oben rechts. Wird das Handy überleben? Wir werden es gleich erfahren. Flieg! Oh, ich hoffe, das Ding ist noch ganz. Lasst uns runterlaufen. So Leute, okay. Jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Von außen sieht das super gut aus.
Bildschirm ist auch noch ganz. Also, wir machen ihn an. Wow, das Ding funktioniert wirklich. Leute, das Handy ist echt unzerstörbar. Und die Akkuleistung liegt bei 66%. Das ist heftig. Das Handy hat den Crashtest bestanden. Und wer so einen braucht, kann ihn beruhigt kaufen. Ich überlege mir, was ich noch alles damit machen soll. Vielleicht stecke ich ihn in flüssigen Stickstoff. Like das Video, wenn ihr das sehen wollt. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr immer der Erste seid. Teilt das Video mit euren Freunden, abonniert meinen Kanal, um kein Video zu verpassen. Und bis bald!